Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Talking About Horses. Mein Name ist Sandra Haider. Ich bin Osteopathin, Physiotherapeutin, Akupunkteurin für Pferde und betreibe seit fast mehr als 15 Jahren eine eigene mobile Pferdepraxis. In meinem Podcast erfährst du viele Themen aus dem Bereich Pferdegesundheit, aus meiner Praxis, aus meinen Praxiserfahrungen heraus. Ich bringe dir meine Denkansätze näher. Ich erhebe sehr gerne die Stimme für die Pferde, um zwischen den Welten zu vermitteln und dir als Pferdebesitzer oder Reiter oder Reitbeteiligung noch viel mehr Wissen rund um das Thema Pferd zu vermitteln, damit das Pferd oder dein Pferd langfristig davon profitieren darf. Ich freue mich total darüber, dass du den Weg zu meinem Podcast gefunden hast, um deinen Wissensrahmen zu erweitern und dafür zu sorgen, dass unsere Pferde eine bessere Welt gestaltet bekommen. Wo auch immer du jetzt bist, ob im Auto oder zu Hause, genieße die Zeit mit mir und hab viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Husten beim Pferd. Heute habe ich mir überlegt, ich bringe euch mal wieder Zusammenhänge näher, und zwar was den Bereich der Wirbelsäule angeht und wenn du Wirbelblockaden hast, in welchem Bereich und wie sich das auf die Organe auswirkt. Wir haben ja das Gehirn, was im Kopf sitzt, und dann haben wir das Rückenmark, welches vom Gehirn aus durch die Wirbelsäule läuft, dort geschützt ist natürlich durch die Wirbelkörper, das läuft mittendurch, da gibt es so Löcher in den Wirbelkörpern und da läuft das Rückenmark durch. Und das Rückenmark beinhaltet Nervenbahnen. Nervenbahnen oder Nervenleitbahnen auch genannt, die durch sogenannte Austrittslöcher, Wirbelaustrittslöcher in die Peripherie laufen, gehen und von dort auch die Organe innervieren. Hört sich kompliziert an, ist aber gar nicht so. Wenn wir im Bereich der knöchernen Strukturen Probleme haben durch Blockaden in der Wirbelsäule, zum Beispiel kann es sein, dass dort die Nervenweiterleitung gestört ist. Das heißt, der Nerv ist nicht mehr zu 100% in der Lage, den Bereich, für den er zuständig ist, ausreichend zu versorgen. Es kommt zu einer Unterversorgung und zu Störungen innerhalb der Leitbahn. Das musst du dir vorstellen, als wenn du auf der Autobahn bist und es läuft und läuft und läuft, super gut, und auf einmal kommst du in einen Stau und ganz viele Autos sammeln sich in diesem Stau und es geht nur noch stop and go weiter. So kannst du dir das im Groben vorstellen, dass die Nervenleitbahn halt nicht mehr in ihrer eigentlichen Aufgabe so funktionieren, dass der Körper oder der Organismus vernünftig arbeiten kann. Und das hat halt Folgen. Das hat Folgen im Bereich zum Beispiel des vorderen Brustbereiches. Wir sind ja bei der Lungengeschichte des vorderen Brustbereiches. Und es kann sein, dass die Lunge dadurch halt Probleme bekommt. In der Wirbelsäule spiegelt sich so ziemlich alles wider, was in unserem Körper gespeichert ist. Und über das Rückenmark hat es direkten Einfluss über unsere Körpervorgänge. Jeder Wirbel hat eine Zuordnung zu einem Organ und eine energetische oder den physischen, psychischen Zustand oder eben halt den energetischen Zustand.
Bei Störungen innerhalb der verschiedenen Wirbel oder Wirbelabschnitte kommt es, wie gesagt, zu Versorgungsproblemen innerhalb dieser Bereiche. Wenn man sich die Wirbelsäule jetzt einfach mal anguckt und mal guckt, welche Bereiche sind denn zuständig für die Probleme im Bereich der Lunge, so ist das der erste Brustwirbel, der dritte Brustwirbel und der neunte Brustwirbel. Da gibt es einen besonderen Augenmerk in Bezug auf Störungen im Bereich der Lungenfunktion. Der erste Brustwirbel steht im Zusammenhang für oder mit Atembeschwerden, mit Asthma oder auch mit Husten. Der zweite Brustwirbel, den habe ich gerade nicht genannt, der gehört aber natürlich auch mit da rein, entschuldigt bitte, aber der ist noch eher für den Bereich Herz zuständig. Der macht Herzrhythmusstörungen, der macht Beschwerden, Brustleiden, zum Beispiel auch Ängste finden sich dort wieder, wenn dieser Bereich gestört ist. Dann haben wir den dritten Brustwirbel, der ist wieder ganz klar der Lunge zugeordnet, dem Husten, der Atemprobleme, Asthma, Bronchitis und wenn Lungenentzündungen da sind, kannst du auch gucken, ob du eine Blockade im Bereich des dritten Brustwirbels hast. Der neunte Brustwirbel ist für den Bereich, wenn es um Allergien geht, zuständig. Wenn die Brustwirbel blockiert sind, in ihrer Bewegung eingeschränkt, das ist ja eine Blockade. Sie sind in ihrer freien Bewegung eingeschränkt und die Blockade erfolgt immer aufgrund eines Muskelfehlzugs auf der einen Seite. Wir haben ja immer rechts und links da, ne? Wir haben immer einen Spieler und einen Gegenspieler, also die Wirbelkörper hängen an verschiedenen Muskeln und von beiden Seiten sind sie meistens eingefasst oder aus dem faszialen Gewebe halt, was total verklebt und gestört ist in seiner freien Bewegung, macht es dem Wirbelkörper nicht mehr möglich, sich frei zu bewegen und dann verkanten ganz oft auch die Facettengelenke. Wir haben viele Reden davon, dass das Pferd ausgerenkt ist. Nein, Leute, ausgerenkt gibt es nicht. Wenn ein Pferd ausgerenkt ist in der Wirbelsäule, dann könnt ihr das zum Schlachter bringen. So, nur mal am Rande erwähnt. Wir haben aber dennoch die Möglichkeiten, dass die einzelnen Wirbelkörper blockiert sein können. Und diese Blockaden gilt es aufzulösen, auch im Bereich, wenn dein Pferd Atemwegsprobleme hat. Das ist ganz wichtig, sich natürlich auch den Körperteil anzugucken oder den körperlichen Teil anzugucken. Also nicht nur den Bereich, dass du Schleimlöser gibst, dass du Kräuter zufütterst, dass du inhalierst, dass du in die Sohlekammer gehst. Nein, es ist auch ganz, ganz, ganz wichtig zu gucken, ob dein Pferd Blockaden hat und ob die Wirbelsäule bzw. die einzelnen Wirbelkörper es zulassen, dass die Nervenleitbahnen vernünftig den Körper versorgen. Die Wirbelsäule, nochmal, ist über das Rückenmark direkt mit dem Gehirn verbunden und durch die Nervenbahnen, die durch die Wirbelsäulenlöcher in den gesamten Körper austreten, wird der gesamte Körper gesteuert. So auch der Bereich der Lunge, habe ich vorhin schon erwähnt. Wenn der Bereich der Lunge gestört ist oder beziehungsweise wenn die Wirbelkörper in diesem Bereich gestört ist, wo die Nerven, die Lungen oder das Organ Lunge innerviert oder Herz und Lunge gehört auch unmittelbar zusammen, dann muss man eben halt gucken, dass man die Störungen auflöst und aufhebt. Und wie macht man das? Dadurch, dass man halt eine osteopathische Behandlung macht oder einen Physiotherapeuten dran lässt, der das Ganze halt wieder in Gang bringt. Wichtig ist auch hier auf jeden Fall nochmal zu gucken, wie das mit dem Sattel ist. Ja, ganz oft haben wir im Bereich des Widerristes, des hinteren Bereiches, Störungen, die durch einen falsch sitzenden Sattel hervorgerufen werden, weil auch das Einfluss haben kann auf den Bereich der Lunge und auf die Hustenproblematik eures Pferdes. Ich weiß, das ist wieder unfassbar viel. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, erste Halswirbel bzw. siebte Halswirbel, erste Brustwirbel, das ist der CTÜ, das ist der Übergang von der Halswirbelsäule in die Brustwirbelsäule. Viele, viele Pferde haben dort eine Problematik, auch aufgrund einer Trageerschöpfung, obwohl ich dieses Wort ja überhaupt gar nicht mag.
Aber sie stehen halt mit einem abgesackten Brustkorb viel zu viel auf Druck in den vorderen Bereich dieser CTÜ-Übergangs, dieses Übergangsbereiches. Also ich habe in meiner Praxis unfassbar viele Pferde, die dort zu viel Druck haben und eine Falschbelastung dadurch innerhalb ihrer Muskulatur. Die Muskulatur ist so fest bei vielen, vielen Pferden, das ist der Bereich zwischen den Schulterblättern, da kommst du so gar nicht dran. Da muss halt eine Fachfrau dran oder auch ein Fachmann, wenn ihr wollt, und diesen Bereich lösen. Dann ist es so wichtig, sich den Widerrist anzugucken. Den Bereich Widerrist im vorderen Bereich, vor der Schulter, die Muskulatur, ist die fest, sitzt die fest, wie auch immer, über dem Widerrichsbereich und hinter dem Widerrichsbereich. Das sind so Strukturen, die meistens bei Pferden mit Hustenproblemen extrem festsitzen. Ja, das liegt vielleicht daran, dass das Pferd mit einer zu festen Hand geritten worden ist, dass sich eine falsche Muskulatur aufgebaut hat, gebildet hat, oder eben halt das Pferd einfach zu viel, ja, meistens ist es das unreelle Arbeiten und die Muskulatur, die halt viel beansprucht wird. Und das musst du wieder in Gang bringen und da musst du einfach gucken, dass dein Pferd aus all diesen Bereichen gelöst und gelockert wird. Probleme im Bereich des CTÜs, ich springe mal gerade von der Wirbelsäule woanders hin, können auch sein, dass die Stellung oder eine Hufproblematik besteht. Wenn dein Pferd massive Probleme im Hufbereich hat, dann verspannt sich nach oben hin auch ganz schnell dieser Bereich. Die Muskulatur bzw. die Muskelketten laufen halt da oben zusammen über auch den Pectoralismuskel, der ausgleichen muss, wenn Hufprobleme bestehen. Also es ist ein rundum riesengroßes Paket, wo du einfach auf körperlicher Ebene hingucken musst, wenn dein Pferd Probleme in oder Probleme mit der Lungen- oder Lungentätigkeit hat letztendlich. Und der Husten ist eigentlich immer nur ein Anzeichen dafür, dass etwas in dem Körper deines Pferdes nicht in Ordnung ist. Und hier könnte es natürlich sein, dass der Bereich der Wirbelsegmente etwas nicht in Ordnung ist. Ja, dass die Wirbelsegmente bzw. die Nervenaustrittslöcher halt gestört sind oder eingeschränkt sind. Auch bei den Pferden zum Beispiel mit ECVM sollte man vielleicht mal dahin gucken, dass gerade auch die umliegenden Strukturen, was die Muskulatur, was das fasziale Gewebe angeht, dass das locker gehalten wird und dass die Pferde dort frei bleiben, damit die Nervenleitbahnen einfach ihre Aufgabe erfüllen können. Das wollte ich heute nochmal in diesen Podcast packen. Bitte guckt euch eure Pferde ganz genau an. Ich hoffe, ihr könnt das alles nachvollziehen und verstehen. Und wenn nicht, könnt ihr mich natürlich immer gerne fragen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald. Eure Sandra.